Harry, der war so witzig, du müsstest im Fernsehen auftreten. Danke, Harry, das weiß ich doch, das mussten wir doch nicht extra sagen. Okay, Harry, entschuldige. Kein Ding, Harry. Okay, Harry. Ich glaube, ich sollte auch mal skin. Und wir kriegen immer schon das Doppelte an Punkten. Das gefällt mir auch. Und ich habe schon wieder so ein Fuzzi gehört. Versteckst du dich? Schicke Treppen außerdem auch. Ach, da oben. Das war's. Da oben ist so ein Fuzzi versteckt. Nummer 2. Wir treffen uns unten. Ach so. Okay. Achso, ich habe ja Fallschaden. Ah, witzig. Und da gibt's Grün. Super. Einer meiner Brüder ist noch in Gefangenschaft. Befreie ihn. Und wir öffnen dir unsere Welt. Oh, das klingt sehr interessant. Den Vorschlag finde ich gut. So, das müsste es gewesen sein. Dann wollen wir das Ding da mal runterholen. Okay, das bleibt wenigstens so gleich liegen. Mann! 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 So. Tap. So geht's ja immer noch ein bisschen schneller. Kann ich immer noch gleich nehmen. Und zwar jetzt. So. Und da oben ist einer. Wunderbar. Oh. Nummer 3. Mittlerweile müsste das schon unser, was weiß ich, wie viel, der 20. sein. Oh, fliegst du jetzt wirklich bis ganz nach oben? Mhm. Okay. Sehr spektakulär. Ich glaube, ich bin immer viel zu skeptisch. Ich sollte mich überraschen lassen. Das ist doch wieder eine ganze Weile her. Alles kann ich mich ja auch wieder nicht erinnern. Na, Globox, bleibst du noch ein bisschen hier spielen? Und es regnet. Geil. Jetzt frage ich mich aber, wie die Hootloops da reinkommen. Das ist doch ein Fuzzi, das ist 3. Ist ja auch böse, wer macht denn sowas? Bingo! Und es gibt eine rote Tose von dem Elite-Hutloom-Gedöns. Womit ich wahrscheinlich wieder ein Tor aufmachen muss. Richtig! Mal sehen, wo es hingeht. Hier oben muss es bestimmt den Heiler geben. Weil wenn die Hutlooms schon da sind, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten. Und die Musik hat sich wieder geändert, das heißt, dass sich hier wahrscheinlich wieder dieser komische Teleporter irgendwo versteckt. Ja, verdammt. Verdammt. Der lacht denn so, wenn er stirbt. Habe ich. Ah, okay. Von da unten bin ich ja gekommen. Super. Auf geht's. Aber das ist doch schwer. Gibt's sonst noch hier was, was man abschießen könnte? Beweg dich mal ein bisschen hier. Blöde Kamera. Ach, beide Tore sind aufgegangen. Ich sehe gar nichts. So. Yeah.
Hey, wie komme ich da hoch? Ist ja pfiffig. Verdammt. Verdammt! So, jetzt. So. Wie Tarzan und Jane. Ich Tarzan, du Jane. Ach, dieser Fuzzi. Aber wie viele hat der denn von denen? Du musst da oben eine ganze Kiste zu stehen haben. Wenn da oben nur jetzt keine Kiste zu stehen hat, dann ist er ein Cheater. Eindeutig. Das spuckt er hier aus. Mann, denkst du... Geht doch. So muss das sein, dass die Dose immer genau am Tor ist, so dass man keinen großen Stress hat. 3 Stück. Tschüssi. Oh cool, die können ja auch kämpfen. Die Rache der Geister nimmt zu. Und es gibt einen Schuh, wir dürfen jetzt wieder Autoscooter fahren. Yay. So, wo lang? Ah, jetzt müssen wir nochmal ganz nach unten, na super. Malereien sehen ja auch toll aus. Wie so ein Daumenkino. Oder Zirkulationskino. Ja, Zirkulationskino. Könnt das ja mal googeln, dann wisst ihr ja, was das ist. Wenn das überhaupt Zirkulationskino heißt, aber ich glaube schon. So. Ah, okay. Müssen wir weiter runter oder ist der hier schon? Achso. Aua. Ist er hier? Ich fahr mal weiter runter. Oder ist er hier? Ich weiß es wirklich nicht. Sieht nicht so aus. Na gut. Und weiter. Immer weiter, heiter, weiter, heiter, runter. So. Sind wir da? Wir sind da. Schön, wie er auf die Treppe runterfährt. Ach, da ist er. Yeah. Komm her. Oh. Damn it. Du kannst mir nicht entkommen. Niemand kann meiner Rache entkommen. Dammit, Mann! Ich brauche höchste Konzentration. Na bitte. Was kriege ich zur Belohnung? Nichts? Hallo? Was das? Leute, war's das jetzt? Ach so, wir haben ja oben die Geister befreit und die haben uns dann das Tor aufgemacht. Okay. Hat sich schon erledigt. Kann man bestimmt nicht so leicht besiegen. Ach du Scheiße. Mist. Aua. Lass uns hier in Ruhe, ich hab nichts getan. Nee, das geht nicht. Aber mit Rot bestimmt. Im roten Anzug.
Nice. Es war leicht. Oh, Globax, du bist im Weg. Das ist echt eine krasse Panzerung. Hallo? Ich habe es. Ja, komm, komm, komm. Eben hat es doch noch funktioniert. Oh, wenn er sich aufregt, dann ist wirklich die... Dann ist wirklich hier... Schluss. Geht doch. Ich überhaupt die Münzen einsammeln? Die Diamanten. Nee, kann ich nicht, verdammt. Dann werde ich mal den Schalter aktivieren. Hey! Ich will den Diamanten noch haben. Noch ein bisschen Leben wieder zurück. Und dann kann es auch schon weitergehen. Von hier sind wir gekommen, oder? Nee. Sind wir nicht. Naja, wird schon besser. Ob ich früher auch so schlecht war? Bestimmt. Ich hoffe es. Globax, hör auf, deine Popel zu futtern. Ich komm hier vor, was ist das? Alter. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Wo will das hin? Wo will das Vieh hin? Naja, egal. Ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Das heißt, ich werde ausmachen und ihr wartet einfach auf die nächste Folge ab. Oder diese Folge wird es wahrscheinlich dann einfach ranhängen. Mal gucken, wie es aussieht. Juti, na dann, bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß. Tschüss.